Nummer 1. Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Das Abo alleine garantiert zwar noch nicht, dass du unter deinen Klamotten heiß und zum Anbeißen aussiehst, und das weiß auch die Frau, aber mit dem Studio assoziiert man unterbewusst generell attraktive Menschen und auch die Chance, dass dir ein gesunder und fitter Körper wichtig ist. Zweitens, ein entspanntes Lächeln im Gesicht. Ein grandioser Tipp, Sherlock Holmes. Naja, ein ungezwungenes Lächeln im Gesicht zu haben, besonders dann, wenn du Blickkontakt mit einer schönen Frau hast, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Gewöhn's dir also an. Drittens, dezente Accessoires wie Sonnenbrille und Armbanduhr. Solange du nicht überladen herumläufst und vorhast, damit zu protzen, können diese Dinge deine Persönlichkeit unterstützen und dir mehr Lässigkeit, Modebewusstsein und Hingabe fürs Detail verleihen. Nummer 4. Du bist in Begleitung von anderen Frauen. Hier bekommst du wirklich unmittelbar Bonuspunkte, denn Ladies an deiner Seite fungieren als soziales Indiz, dass an dir irgendetwas sein muss, das Frauen anzieht. Und je besser diese Frauen aussehen, desto besser siehst auch du in den Augen einer dich beobachtenden Frau aus. Fünftens, ein elegantes Auto. Einer Frau ist es egal, ob du ein Auto hast, und sie mag dich genauso, wenn du mit ihr im Bus zum Date fährst. Natürlich stehen Frauen drauf, wenn du einen schicken Wagen besitzt. Und welche Marke? Audi. Keine Ahnung warum, aber sehr oft, wenn das Thema aufkommt, nennen mir Frauen genau diesen Hersteller. Sechstens, du hast eine Chefposition. Jede Form von Autorität und Kompetenz, die du in deinem sozialen oder beruflichen Umfeld verkörperst, muss für Frauen interessant sein. Es suggeriert Frauen Sicherheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, also die Kernbedingungen für eine zukunftsfähige Beziehung. Siebtens, Prinzipientreue. Ein Mann, ein Wort muss es für dich heißen, wenn du Frauen beeindrucken willst. Wenn Frauen wissen, woran sie bei dir sind, du also dein Näschen nicht nach dem Wind drehst und jederzeit klare sowie unmissverständliche Standpunkte vertrittst, dann bist du heiß. Punkt. Nummer 8. Ein hochwertiges Parfüm. Frauen haben bei Gerüchung eine feinere Wahrnehmung als wir Männer. Und sie wissen oft schnell zu unterscheiden, was aus dem 3-Euro-Wühltisch kommt und was nicht. Wenn du Parfüms kennenlernen willst, die richtig gut wirken, guck dir mein Video dazu an. Nummer 9 ist Allgemeinwissen. Männer, die auf alles eine zusammenhängende Meinung, Improvisationstalent und generell einen breiten geistigen Horizont haben, sind auf der Überholspur. Frauen lieben es, Dinge erklärt zu bekommen. Zehntens, Wohlstand. Niemand mit Verstand kann über diesen Punkt hinwegsehen. Frauen lieben aber weniger das Geld selbst, als vielmehr die Stabilität und soziale Anerkennung, die es dir nun mal verleiht.